Hallöchen und willkommen zurück. Endlich geht's weiter. Wir sind angelangt, Kapitel 11, die Wege der Jahrhunderte. Ist schon ein bisschen her. Ich habe vergessen, wie man spielt, aber wir kommen da bestimmt ganz schnell wieder rein. Amicia, Hugo und Sophia erreichten die Festung. Dort opferten Sklavenhändler, dem Sohn der Glutage, ihre Sklaven. Ihr Anführer Milo hatte vor, sich seinen Platz am Thron des Sohnes zu sichern und den Grafen zu stürzen. Doch Hugo nutzte seine Macht, um die Fanatiker zu bestrafen, was zu Spannungen mit Amicia führte. In der Krypta einer antiken Kapelle enthüllte diese Elias Vermächtnis, darunter auch den Ort, an dem sich der ehemalige Träger befindet. Nachdem Sophia die Geschwister der Run rettet, indem sie Milo tötet, widersetzt sich Hugo Amicia erneut und zerstört die Festung mit seinen Ratten. Daraufhin ließ Sophia ihn die Leviten und die drei kehren zur Inselkarte zurück. Stimmt, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ja, genau. Hier unten waren wir. Moment mal, da schmeiße ich mit einem Stein. Ich muss erst mal wieder gucken, wie das hier nochmal geht. Okay, wir müssen... Wir müssen die richtige... den richtigen Wagen zu uns ziehen, gell? So war das doch. Ich glaube, ich nehme mal den. Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut, mal sehen. Kann ich das jetzt damit auch machen? Kann ich mit allen machen, oder? Gleich hierher schießen, beziehungsweise hierher, also zu mir ziehen. Kommt her! Du hast das also schon mal gesehen? Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alles. Alles klar. Fertig. Okay, Moment. Ich möchte alle hier vorne haben. Warum das nur immer bis zu einem bestimmten... Oh. Zu einem bestimmten Ding geht, weiß ich jetzt auch nicht. Egal. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. Das sagen sie alle. So. Super Sache. Und jetzt das da hinten noch. Will ich auch noch hier vorne haben. Wenn es Sinn macht. Ich hoffe es mal. Keine Ahnung. Ach, das geht gar nicht. Hä? Achso, okay. Okay. So, dann gehen wir mal da runter. Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los. Oh, warte mal. Hier ist, Zeug, das wir nicht rumliegen lassen sollten. Das Ding ist, wenn wir jetzt dahin wollen, das macht doch gar keinen Sinn. Was sollen wir da jetzt tun? Warum kann ich das? Achso, ich kann es nur nach vorne oder nach hinten verschieben. Na gut, dann wollen wir mal da nach hinten gehen und dann schauen wir mal, ob da irgendwas gibt. Ah. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Ah. Nice auf sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Mhm. Oh, die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Immer diese Rätsel. Weiter geht's nicht? Spitze. Was haben wir denn so? Oh, hier. Ignifer-Top. Könnten wir mal probieren. Aber dann verbrennen wir auch. Moment, ich mach dir mal ein bisschen hier so an die Seite. Klappt das? Oh nein, das klappt nicht. Scheiße. Schnell weg hier. Ups, das war dumm.
Da liegt aber was rum, das will ich haben. Was ist das? Oh, so ein Kack, ey. Ich hätte das nehmen sollen, gell? Moment. Moment, 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 Moment. Hey, das war ja richtig dumm. Man merkt, ich habe das schon länger nicht mehr gespielt. Hier sind eh viel zu viel. Ja, egal. Ach, was kann ich denn da nehmen? Toll, jetzt habe ich keinen Topf mehr. Mann, war das dumm. Das war richtig dumm. Was tue ich da eigentlich? Kann ich da hinschießen? Super Sache. So viel zum Thema, ne? Ich fülle mal ein bisschen auf, damit wir hier nichts nehmen können. Sondern natürlich super. Was ist das da oben? Danke. Den lassen wir mal drin stecken. Sonst sterben wir noch. So. Kann ich geradeaus? Ja, das geht. Nee, doch, das geht, oder? Ja. Dann müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt. Dann müssen wir mal gucken. Was ist denn, wenn wir hier rumschieben? An den Wagen. Wo kommen wir da hin? Ich glaube, wir müssen darüber. Wir müssen irgendwie das Rad loswerden. Ja, mach mal gleich. Hängt fest! Mist, die Schiene ist beschädigt. Ach nö, ernsthaft? Ach Mist, und jetzt? Wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da jetzt hin? Muss ich irgendwas... Oh... Moment mal, wenn ich einfach nur... Nee, das bringt doch nichts. Quatsch, was mache ich da? Blödsinn. Sonst wäre es ja gelb, wenn ich drauf schießen könnte, oder? Wie geht's jetzt weiter? Ich schmeiß da mal Feuer hin. Das geht wahrscheinlich eh nicht. Hier. Geht das? Geht auch nicht. Mist, weil ich habe keinen Topf mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Ah, ich nehme erst hier ein bisschen Teer. Warte, 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 warte. Hä? Nee, da hinten nicht. Hier ein bisschen Teer hin. Und dann sofort... Feuer. Ja, das hat super geklappt. Perfekt. Ich brauche einen Topf. Ich brauche einen Topf. Oh, ich weiß es. Ich hab die Lösung. Nachdem wir jetzt die ganzen Sachen, die ich in meinem gerade aufgefüllt habe, alle schon verballert haben, bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen. Dass es hier doch nicht weitergeht. Ich dachte, hier wäre auch eine Schiene. Okay, falsch gedacht. Ah, ist das doof. Was ist eigentlich, wenn wir da hochlatschen? Da ist nichts, gell? Ah, ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Ja. Wie mache ich das jetzt mit dem Feuer? Ich habe nichts mehr. Mit der Schleuder. Hast du etwas, um dieses Feuerbecken zu erreichen? Irgendein Alchemistenass im Ärmel? Danke. Ich wäre jetzt echt nicht drauf gekommen. Es tut mir echt leid. Ich wäre jetzt wirklich gut nicht. Gut gemacht. Schieben wir das hier. Ich wäre jetzt echt nicht drauf gekommen. Kein Plan. Ich bin richtig doof eigentlich. Oh Mann.
Nee, Moment. Andere Richtung, beziehungsweise hier. Ich wäre jetzt da echt nicht drauf gekommen, dass ich da halt Teer reinschmeißen muss. Tja! Hey, Hugo. Weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ganz genau. So, weiter geht es nicht. Das andere Gleis dort führt zur Brücke. Also, was machen wir mit dem verdammten Wrack? Ich seh mal nach. Kann ich da was hinschießen? Was ist denn das? Ich glaube, das ist nur so eine Art Truhe, oder? Ja, was machen wir jetzt? Na, oh, das... Verballert. Super. Hier geht's nicht mehr weiter. Was machen wir jetzt mit dem Wrack? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt mit dem Wrack? Ich weiß es nicht. Nicht da irgendwas kaputt schießen. Ich sehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich hasse das, wenn ich nicht weiterkomme. Entweder weil ich so doof dafür bin. Okay. Da kommen wir nicht drüber. Aber ich muss das doch da stehen lassen. Das ist doch schwachsinnig, wenn ich das dann... Kann ich irgendwie das mit dem verbinden? Willst du das wirklich zurücktun? Hilfe! Ich komme nicht weiter. Was soll ich denn tun? Keine Ahnung. Oh, das ist bestimmt richtig spannend, mir zuzuschauen, wie ich nichts kann. Ich habe keinen Plan. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Das kann man ja nicht kaputt machen. Gibt es noch irgendwas? Oh. So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Ja... Wenn ich darüber laufe, bin ich tot. Moment her, gell? Her war's. Ja. Moment. So. Entschuldigung. Oh, voilà. Oh. So, jetzt war. Mein Gott. Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... traurig. Bitte nicht. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Mann. Es ist so einfach und ich verstehe es einfach nicht. Ja,
manchmal verzweifle ich an mir selbst. Aber naja, das ist ja nichts Neues. Geschafft! Juhu, endlich. Los geht's, schnell weg hier. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das ist krass, ne? Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Kann ich runterfallen? Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ich weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Ja, und um das Tor zu öffnen, müssen wir bestimmt wieder irgendwas machen. Hier zum Beispiel. Und hier auch. Da kommt etwas aus der Wand. Oh, das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Oh. Moment. Bevor wir hier irgendwas machen. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Ja, warte mal. Jetzt sind noch Geschenke. Das nehmen wir alles mit, weil wir vorhin so viel dummes Zeug gemacht haben. Jetzt noch Kohle. Kann man gut gebrauchen. So, ich glaube, das war's. Ein Karren. Was macht der denn hier? Aha. Ich brauche Hilfe, Sophia. Mach das mal. Gerne doch. Brauchen wir bestimmt. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Ja. Danke. Hallo? Schauen, für was das gleich ist. Da gucken wir gleich mal ein bisschen. Hier ist auch. Okay. Okay, hau mal ab. Was ist, wenn ich da dran ziehe?
Dann geht wahrscheinlich das Tor auf und einer muss dann den Riegel setzen. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Und das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Oh, es hält nicht. Natürlich. Okay, dann mach du mal hier. Sophia, ist auf dich Verlass? So gut wie erledigt. Kümmer dich drum, Hugo. Und du mal das. Lass es bleiben. Wird erledigt. Okay, und jetzt mach du Hilf hier. Hilf mir bitte, Sophia. Alles klar. Bleibst mal da drüben, falls das doch wieder... Alles zurück. Klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. Kann ich hier schon was machen? Okay. Bleibt es jetzt so? Das bleibt nicht so. Okay, warte mal. Hör mal auf. Du kannst aufhören. So gut wie erledigt. Ob uns der Wagen helfen kann, einen Hebel unten zu halten? Eigentlich wollte ich, dass sie das macht. Nicht Hugo! Ah, okay. Ja, okay, alles klar. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Okay, also kann ich den Wagen für da hinten nehmen. Gell? Okay, alles klar. Wird erledigt. Halt! Gut. Dann nehmen wir den Wagen hinten her. Bisschen schneller vielleicht. Lass mich nicht wieder allein. Okay. Sophia? Sophia, kannst du das übernehmen? Alles klar. Und während es hochgeht, schaue ich, dass wir hier den Hebel reinbekommen. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Super. Kannst loslassen. Du kannst aufhören. So gut wie erledigt. Jetzt geht Sophia wieder hierhin. Sophia, ist auf dich Verlass? Wird erledigt. Und der kleine Bengel. Der kleine Bengel. Genau. Hugo schaut, dass er hier. Das überlasse ich dir, Hugo. Ja. Alles klar. Und jetzt könnte ich theoretisch. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir es. Öffnen wir das Ding, Sophia. Let's go. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja, ich auch. Hopp. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Hallo? Oh, was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, vor allem, wie lange war die Tür bitte zu? Du meine Güte. Da muss ein Gestein raus. Was ich hier sehe. Warum brennt's da? Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Das ist eine kleine Halssoße. Oh. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Ach du Heilige. Okay.
etwas was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Wenn sie da sagt, kann es ja nichts werden. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Aber schnell. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Amicia, nein! Boah, das sind ja ganz viele Leichen. Nein, lauf! Okay. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich! Sei vorsichtig! Ja! Wie komme ich wieder zurück? Moment, gar nicht. Diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Ketten, Gegengewichte? Mhm. Da hinten ist eine Truhe. Die schauen wir uns jetzt mal an. Da ist nämlich Zeug drin, was wir nur benutzen können. So. Danke. Sonst ist hier nichts. Kann ich da durch? Nö. Okay. Aha. Was ist denn hier? Warum geht es nicht? Geht es nur von der anderen Seite oder wie? Okay, schauen wir mal. Hä? Nee, Quatsch. Was mache ich denn da? Es muss klappen. Was habe ich ja jetzt gemacht? Und was ist das da hinten? Ach, Feuerstöcke, okay. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt gemacht? Oh. Ich muss hier durch. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Super. Okay, dann nimm mir hier. Da fehlt ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Besprochen. Danke, Sophia. Das bringt halt nichts. Ich glaube, ich muss noch eins. Noch eins? Ich weiß es nicht. Hat gar nichts gebracht. Cool. Hä? Oh. Da spawnen ja ganz viele. Cool. Vielleicht hier auf dem Boden. Moment. Geht das? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich nehme lieber noch eins mit. Ich renne einfach durch. Das ist bestimmt eine richtig gute Idee. Warum bin ich nicht voll drauf gekommen? War eine gute Idee.
So, let's go. Ich weiß, an der Seite rechts. Geht's dir gut? Sehr gut. Ich fühle mich eingekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Ah, hier sind aber leider keine Stöcke mehr, gell? Weil hier rechts war hier, ja. Aber ich wollte es jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht sterben. Gut. Weil du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Diese Stöcke, die halten ja nicht so lange. Deswegen egal. Was ist hier? Oh, dafür haben wir es hier oben bekommen. Schau. Oh. Und noch ein bisschen was. Perfekt. Das ist doch gut. Ansonsten war hier nichts mehr. Eine Truhe. Nehmen wir noch mit. Ah, hier ist noch was. Okay. Zack. Oh. Los geht's. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich, keine Sorge. Es wird bestimmt super. Mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Was haben wir denn hier? Mal sehen, was sich machen lässt. Gar nichts. Geil. Oh, da ist eine Schüssel. Ja. Gut, dann an die Nein, Arbeit. Ich habe dann... Ich habe nichts zum Aufwerten. Obwohl, wenn ich das jetzt alles gesammelt habe. Nicht genug Material. Oh, Mann, das ist furchtbar. Das nervt mich. Dann geht's hier weiter. Schauen wir mal. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.